Aufgabe B2.5. Der Abstand des Punktes P2 von der Geraden AC ist 3 cm. Zeichnen Sie den Punkt P2 in das Schrägbild zu 2.1 ein und berechnen Sie sodann das Maß des Winkels SP2R. Zuerst zeichnen wir den Punkt P2 an. Wenn er einen Abstand von 3 cm zur Geraden C hat, ist das recht einfach zu bewerkstelligen. Wir gucken einfach nach, wo ist der Abstand 3 cm lang, und dort erhalten wir also den Punkt P2. So, man soll zusätzlich das Maß des Winkels SP2R berechnen. Also dieses Winkels hier. Nun schauen wir uns erstmal an, ob in dem Dreieck, das diesen Winkel beinhaltet, schon irgendwelche Größen bekannt sind, mit denen man es gleich berechnen kann. Wir kennen den Winkel hier oben mit 53,13 Grad, aber wir wissen nicht, wie lang ist die Strecke SP2. Wir wissen auch nicht, wie lang ist die Strecke RP2. Und wissen nur, die Strecke SR ist 4,5 cm. Das Dreieck ist nicht rechtwinklig, also fehlt uns noch mindestens eine Größe, um weiter rechnen zu können. Schauen wir uns an, ob wir diesen Winkel vielleicht mit Hilfe von Nebenwinkeln bekommen. Wenn wir mal hier schauen, diesen Teilwinkel hier ist sehr umständlich zu berechnen, weil wir hier kein geeignetes Dreieck drin haben, sondern nur ein beliebiges Viereck, und das wäre als umständlich, hier noch irgendwelche Winkel zu betrachten. Also auch über den Nebenwinkel geht nichts. Vielleicht ist es uns aber möglich, mit Hilfe eines anderen Dreiecks eine Seite des Dreiecks hier oben RP2S zu berechnen. Schauen wir uns mal an, die Seite SC kennen wir, und würden wir jetzt wissen, wie lang P2, die Strecke von P2 nach C ist, könnten wir auch eine Aussage darüber treffen, wie groß SP2 wäre, nämlich SC minus P2C. Praktischerweise haben wir dann hier ein Dreieck liegen, P2, diesen Punkt nenne ich jetzt einfach mal H, P2HC, ist ein rechtwinkliges Dreieck. Wir kennen diese Seite hier, nämlich laut Aufgabentext ist die 3 cm lang. Wir kennen den Winkel, es ist ein rechtwinkliges Dreieck, also steht uns offen, die Seite P2C mit Hilfe des Sinus zu berechnen. Winkel, Gegenkathete und Hypotenuse. Also folgt daraus, Sinus von 36,87 Grad ist gleich Gegenkathete durch Hypotenuse. Die Gegenkathete ist 3 cm, die Hypotenuse unsere gesuchte Strecke. Das kann wieder mit Hilfe des Solvers berechnet werden oder über Umstellung, über Umformung. Da folgt dann raus, P2C ist 3 cm durch den Sinus von 36,87 Grad, und das ergibt dann eine Länge von 5 cm. Wenn die Strecke P2C 5 cm lang ist, die Strecke SC 10 cm lang, ist es logisch, die Strecke SP2 ist damit ebenfalls 5 cm lang. Also die Strecke SP2 ist gleich CS minus P2C, und das sind ebenfalls 5,0 cm. Schauen wir uns das Dreieck nochmal an. SRP2, wir kennen diese Strecke, wir kennen jetzt auch SP2 und wir kennen einen eingeschlossenen Winkel.
eine Seite, zwei Seite, die dritte Seite ist gesucht, plus einen Winkel, können wir mit dem Kosinussatz arbeiten. Wir fangen mit der Seite gegenüber des bekannten Winkels an, also RP2. RP2 zum Quadrat ist gleich SP2 zum Quadrat plus SR zum Quadrat. Andersrum, P2S zum Quadrat plus RS zum Quadrat minus 2 mal P2S mal RS mal Cosinus von 53,13 Grad. Das lässt sich wieder mit Hilfe des Solvers lösen oder über Umformung. Dann erhalten wir für die Strecke RP2 gleich die Wurzel aus P2S, das waren die 5 cm, plus RS waren die 4,5 cm, minus 2 mal 5 cm mal 4,5 cm mal Cosinus von 53,13 Grad. Daraus die Wurzel. Erhalten wir eine Streckenlänge von 4,27 cm. In diesem Dreieck SRP2 sind uns also alle Seiten bekannt. Also ist es uns möglich, auch diesen Winkel auszurechnen. Gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel den Sinussatz ansetzen. Sinus des Winkels geteilt durch die Strecke SR ist gleich Sinus eines anderen bekannten Winkels geteilt durch die gegenüberliegende Strecke RP2. Also Sinus des Winkels SP2R geteilt durch 4,5 cm ist gleich Sinus des anderen bekannten Winkels 53,13 Grad geteilt durch die Strecke RP2. Die haben wir gerade berechnet mit 4,27 cm. Wieder über Solver lösbar oder über die Umformung. Sinus von SP2R ist also gleich Sinus von 53,13 Grad. Geteilt durch 4,27 cm mal 4,5 cm und daraus folgt, wir dürfen jetzt kein Ist-Gleichzeichen schreiben, weil es heißt Sinus von SP2R und ausrechnen wird es ja über den Sinus hoch minus 1 und deswegen müssen wir jetzt noch den Folgepfeil machen, weil dieser Sinus ja auch mit verschwindet. SP2R hat also eine Größe von 47,47 Grad.